Hi zusammen, hier ist der Murat von Unbox Vision. Seht mal, was ich hier habe, und zwar der HomePod Mini ist bei mir endlich angekommen. Ich weiß, ich bin schon echt spät dran. Das Ganze gab es ja schon ab Anfang November zu kaufen und es war auch schon so schnell ausverkauft, dass es quasi so der Nachschub erst nach ein, zwei Monaten kam, also ungefähr so Januar, Februar. Und ich habe es mir jetzt gekauft und aktuell habe ich einen smarten Speaker, und zwar von Google selbst, das Google Nest Audio. Und ich bin sehr, sehr zufrieden damit und habe mir aber gedacht, okay, Murat, du bist wieder schon in diesem iOS-Kosmos. Das heißt, du hast schon wieder so viele wie das MacBook Pro M1, du hast das iPhone 12 Pro Max. Du hast. Und das hier fehlt auf jeden Fall noch bei mir. Und ja, da habe ich mir gedacht, okay, ich bestelle es mir einfach mal. Und ich habe es mir gestern bestellt, heute ist es schon da und direkt bei Apple selbst. Und ich habe mir jetzt hier die schwarze Variante gekauft. Es gibt das Ganze auch noch in Weiß. Ihr kennt mich ja, ich liebe Schwarz. Nein, Quatsch. Weiß finde ich natürlich auch super schön. So, dann würde ich sagen, wir schauen uns einmal die Verpackung an. Die ist wirklich recht schick, muss ich sagen. Also komplett in Schwarz. Hier sehen wir auf jeden Fall ja, den HomePod Mini selbst. Und hier nochmal von der Seite. Und hier auch noch mal ein HomePod Mini Schriftzug, also wirklich sehr, sehr schick, muss ich sagen. Wir machen das Ganze jetzt einfach mal auf. Ich nehme mal ganz kurz mein Messer hier. So, machen das gute Stück jetzt einfach mal auf. So, los geht's. Ich bin echt gespannt, muss ich sagen. Also ich habe mich schon lange nicht mehr auf so ein Produkt gefreut wie jetzt auf das hier. Ja, ihr könnt jetzt denken, oh Gott, okay, Murat, das ist ja schon seit ein paar Monaten auf dem Markt. Was ist denn jetzt mit dir los? Ja, ich bin halt so, habe mir halt jetzt ein bisschen Zeit gegeben und dennoch freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und das geht extrem schwer auf, muss ich sagen. Uiuiui. Wow, also das muss ich sagen, geil. Also wirklich geil, ihr Lieben. Okay, schauen wir mal, was noch so dabei ist. Ja, hier erstmal nichts. Und hier natürlich ein bisschen Papierkram. Oh, wir haben sogar hier Apple-Sticker. Ja, mega. Ihr könnt das sehen? Nein, ihr könnt es, glaube ich, nicht sehen. So, jetzt könnt ihr das aber sehen. Schon ziemlich cool, muss ich sagen. Mega. Gut. Also ein bisschen Papierkram haben wir hier. Und schaut euch das mal hier an. Wir haben hier ein Netzteil. Ein 20 Watt Netzteil sogar. Krass. Also, wenn man überlegt, dass Apple ja quasi ja, die Pro-Geräte mit dem Mini quasi zusammen auf den Markt gebracht haben, haben sie hier dennoch ein Netzteil hier mit reingepackt. Finde ich ein bisschen komisch und ja, ich meine, ich freue mich. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt dagegen bin, aber wenn Sie schon damit anfangen, dann bitte überall. Ansonsten, ne, sehe ich den Sinn überhaupt nicht. Aber okay, so ist es halt. Ich freue mich auf jeden Fall. Also ein 20 Watt Netzteil, USB-C-Anschluss sehen wir hier schon und wir schauen uns natürlich direkt mal den HomePod Mini selbst an. Befreien das Ganze mal hier. So. Ihr Lieben, das ist es. Das Ding sieht einfach nur geil aus. Also wirklich. Hier haben wir unten drunter haben wir noch so ein Apple-Logo. Sieht wirklich sehr schick aus, muss ich sagen. Genau, wir haben hier einen USB-C-Anschluss. Und wenn ihr natürlich die schwarze Variante nehmt, habt ihr natürlich auch ein schwarzes Kabel. Was mich halt nur ein bisschen wundert, ist, dass hier, das hätte ruhig schwarz sein können. Aber gut, so ist es halt, ne? Aber ansonsten, so sieht das Ganze aus. Also es ist wirklich verdammt klein, muss ich sagen. So groß wie so eine Orange. Oder wie so ein, ja, also ja, genauso groß wie so eine Orange, also wie so ein Obst. Schon krass, muss ich sagen. Das Ganze ist 84,3 mm hoch und 97,9 mm breit. Also, ich muss sagen, das Ding ist wirklich sehr fein, muss ich sagen.
Gefällt mir. Wir haben hier oben nochmal plus minus für die Lautstärke. Was mir jetzt hier nur auffällt, man kann jetzt hier ja, den Kabel hier nicht austauschen. Das ist halt sehr, sehr schade. Ich meine, wenn ihr schon so einen USB-C-Anschluss macht, ja, hätte ich mir wenigstens gewünscht, dass man das Ding hier austauschen kann, falls das mal wirklich doch kaputt gehen sollte. Gut, für 15 Euro könnt ihr AppleCare Plus abschließen. Das habe ich auch so gemacht. Von daher ist es in Ordnung. Aber gefällt mir wirklich sehr gut, muss ich sagen. So, ich würde sagen, wir tun das Ganze jetzt einfach mal zusammen anschließen und ich bin schon gespannt und ich melde mich gleich nochmal wieder bei euch. So, da bin ich auch schon wieder. Und ihr seht schon, hier passiert auch schon was. Das Ganze ist 345 Gramm schwer. Also das geht meiner Meinung nach auf jeden Fall in Ordnung. Recht angenehm, muss ich sagen. So, ich versuche mal hier ein Kabel hier ein bisschen. Okay, das war geil. Das war wirklich gut. So. Also 345 Gramm schwer und das geht auf jeden Fall. Und das sieht schon geil aus, muss ich sagen. Also richtig, richtig geil. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und mein iPhone ist ja hier. Ich habe jetzt hier das iPhone 12 Pro Max und wir sehen auch schon hier, dass das Ding sofort erkannt wird. Ja, gut, mal die Helligkeit mal ein bisschen runter. Und ihr seht schon, das Ding wird hier sofort erkannt und das machen wir jetzt einfach mal zusammen. Also HomePod Mini konfigurieren, das machen wir jetzt auch. So, in welchem Zuhause wird der HomePod konfiguriert? Ja, mein Haus, Home, okay. Ja, ich glaube, da habe ich mal was gemacht. Das ist natürlich jetzt nicht so schön, aber mein Haus ist in Ordnung. Wohnzimmer, ja, das passt doch schon mal ganz gut. Ihr habt jetzt natürlich noch weitere Zimmer, habt ihr auch noch hier. Aber Wohnzimmer ist schon mal okay. Genau, jetzt könnt ihr Apple Music und so weiter abonnieren. Ich habe es jetzt noch nicht gemacht. Ich bin Spotify-User. Erstmal nicht. Hier sehen wir schon mal, was wir hier alles machen können. Wir können hier persönliche Anfragen erstellen oder anfragen. Und zwar wie zum Beispiel, hey Siri, lese meine Nachrichten und so weiter. Also sehr, sehr cool. Das Ganze tun wir einfach mal aktivieren, akzeptieren, Einstellungen übertragen. Oh, jetzt müssen wir hier einscannen. Das machen wir jetzt einfach mal. Ach, das hat er schon. Ach, so schnell ging das schon. Okay, gut. Huiuiui. Ich bin echt gespannt, muss ich sagen. So, ein bisschen die Helligkeit nochmal ein bisschen runter. So, ich glaube, jetzt sieht man ein bisschen besser was. So, was kann ich euch noch erzählen? Das Ding hat Bluetooth 5.0, also schon recht modern, muss ich sagen, was das angeht. Hat auch Thread, das heißt, das Ding ist quasi auch als Home Hub zuständig. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt jede Menge ja, Smart Home Geräte habt, könnt ihr darüber alles steuern. So, jetzt geht's los. Hallo, ich bin Siri. Willkommen beim HomePod. Du siehst es zwar nicht, aber ich winke gerade. Wenn du meine Aufmerksamkeit möchtest, sag einfach: Hey Siri. Lass uns loslegen. Sag: Hey Siri, was kannst du? Okay, das war geil. Hey Siri, was kannst du? Ich kann viele Dinge erledigen, zum Beispiel das Licht einschalten, die aktuellen Nachrichten abrufen und dir sagen, wie das Wetter wird. Probier's jetzt mal mit: Hey Siri, spiel Musik. Hey Siri, wie ist die Wettervorhersage? Im Moment ist es wolkenlos und es sind 14 Grad. Die Temperatur sinkt heute Nacht von 14 Grad auf 7 Grad. Also ich muss sagen, das Ding hier ist geil. Wenn das Ding hier aufleuchtet, das sieht so gut aus. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, muss ich sagen. Also ich bin wirklich überrascht, muss ich sagen. Hätte ich nicht erwartet. Also mein Ziel ist es ja, damit mein Apple TV zu verbinden und quasi, wenn ich filme oder sonst was schaue, dass ich alles darüber laufen lasse. Ich weiß nicht, ob das so gut klappt. Es soll auf jeden Fall klappen. Ob das auf jeden Fall so gut klingt, bin ich mal gespannt. Ich brauche natürlich für ein Stereo-Erlebnis natürlich einen zweiten HomePod Mini. Das ist ganz, ganz klar. Ja, mit dem einen Ding kann ich wahrscheinlich nicht viel anfangen, aber ich kann es mal wenigstens versuchen. Und das Besondere daran ist, wenn es wirklich klappen sollte, könnte es sein, dass das Ding auf jeden Fall ja, meine Soundbar irgendwie ersetzt, weil ich mache irgendwie zurzeit alles mit dem Apple TV.
Ich streame nur noch, also normales Fernsehen schaue ich schon mal gar nicht mehr, weil da läuft einfach nur Blödsinn. Und ja, bin mal echt gespannt, ob das wirklich funktioniert. Vielleicht kaufe ich dann nur noch mehrere davon. Weiß ich noch nicht. So, wir gehen mal hier auf Fertig. Ja, das passt schon mal. Genau, also wir haben das Ganze schon mal eingerichtet. Das Ding würde jetzt quasi auch funktionieren. Ich wähle jetzt einfach mal freie Musik aus, damit wir hier keine Probleme bekommen. Und das dauert ganz kurz. Also wir haben hier auch ein 360 Grad Audio, ne, drumherum, vier Mikrofone insgesamt, also sehr, sehr cool. Oh, das passt. Achtung jetzt, maximale Lautstärke. Also, das Ding hat ja wirklich alles, muss ich sagen. Der Bass ist auch wirklich gut. Also, hier passt wirklich alles, muss ich sagen. Also, bin echt überrascht. Also, selbst das Google Nest Audio bringt nicht mal dieses Qualität hier. Auch schon wieder. Also, das Ding ist wirklich geil. Also, ich kann es wirklich nicht fassen. Also, das ist echt schon krass, muss ich sagen, was aus so einem kleinen Ding so alles kommt, ne? Und also wirklich, wirklich Hut ab, muss ich sagen. Und ich werde mir auf jeden Fall definitiv einen zweiten noch bestellen, so dass ich auf jeden Fall diesen Stereo-Erlebnis habe. Und für 99 Euro, das ist wirklich. Das geht auf jeden Fall. Das geht völlig in Ordnung. Und besser als diese ganzen Lautsprecher, was man für 200, 300 € ausgibt. Und es gibt auch Leute, die bezahlen so viel Geld und hören auch noch nicht mal so viel. Und für sowas, für 100 € für so einen smarten Speaker, smart, ne? Gut, Siri ist noch nicht so weit. Aber alles andere, was man damit machen möchte, wie zum Beispiel Smart Home Steuerung, wirklich super. Was auf jeden Fall noch sehr interessant ist, ist Intercom zum Beispiel. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen weiteren Apple HomePod habt, zum Beispiel, sagen wir mal ein Stockwerk höher zum Beispiel, da wo die Kinder wahrscheinlich spielen und keine Ahnung, das Abendessen ist zum Beispiel fertig, dann könnt ihr zum Beispiel sagen, hey Siri, Intercom, Abendessen ist fertig und schon wird das Ganze einfach nach oben zum nächsten HomePod quasi weitervermittelt. Und die Kinder werden dabei benachrichtigt. Okay, Intercom an alle in mein Haus. Ja,
Also wirklich sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hoffe, das Unboxing und der erste Soundcheck hat euch gefallen. Mich hat es wirklich umgehauen, muss ich sagen. Also ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet. Und statt jetzt mir so ein Alexa Echo Dot zu kaufen oder keine Ahnung, ein Google Home oder Google Nest Mini zu kaufen, dann lieber doch so etwas. Ich weiß, ich habe es noch nicht ausgiebig getestet. Ne? In ein paar Wochen sieht das vielleicht. Kann sein, dass es wieder anders aussieht, aber das glaube ich nicht. Das, was ich hier gehört habe und sehe, das ist schon echt mega, muss ich sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Ciao.